Die Deutschen Filmtage haben begonnen. Bis zum 17. November sind einige der interessantesten aktuellen Filme aus Deutschland in der Filmoteca de Catalunya zu sehen. És un cicle de 10 pel·lícules de cinema alemany contemporani. Contemporani vol dir dels últims 2-3 anys màxim, pel·lícules recents, pel·lícules de diversos gèneres, però que no han tingut distribució comercial al nostre país i, per tant, doncs, per això està la Filmoteca, diguéssim, per apropar al públic de Barcelona i de Catalunya doncs, a aquestes pel·lícules. Einige der Regisseure und Regisseurinnen werden ihre Filme auch persönlich präsentieren. Den Auftakt machte am 24. Oktober Leander Hausmann mit der Komödie Hotel Lux. Sonniger Tag, wonniger Tag, klopfendes Herz und der Motor ein Schlag, lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid, nehmen wir rein, so geht das Leben im Taumel zu zweien. Über das Meer, über das Land, haben wir eines erkannt. Ein Freund, ein guter Freund. Es geht um einen Komiker, der viel zu spät begreift, dass Nazi-Deutschland nicht sein Ding ist und viel zu spät sich entschließt zu fliehen und deswegen keinen amerikanischen Pass mehr bekommt, sondern nur noch einen russischen und also über Moskau nach Hollywood will, aber eben in Moskau hängen bleibt im stalinistischen System und dort einen Kampf um Leben und Tod kämpfen muss. Und bei der Gelegenheit auch noch Stalin trifft und gleichzeitig den Hitler-Stalin-Pakt zu verantworten hat. Ich spiele ihn heute mal mit Sonnenbrille. Wie findest du denn das? Setzt vielleicht einen Trend unter Diktatoren. Ich find's scheiße, so trete ich nicht auf. Kannst froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin in den Scheißladen. Spiel du ihn noch, den Hitler? Das wolltest du sowieso schon immer. Na, nichts einfacher als das. Kleines Bärtchen unter die Nase, feuchte Aussprache mit Gebrüll und ein rollendes R. Fertig ist der Hitler. Aber der Stalin, das ist ein schwieriger Charakter. Der Komiker Hans Zeisig landet im Hotel Lux in Moskau. Das Hotel war in den 30er und 40er Jahren ein Zufluchtsort für Kommunisten aus aller Welt. Im Film verändert er dort den Lauf der Geschichte. In die Rolle des Komikers schlüpfte ein Komiker. Leander Hausmann hat die Rolle des Hans Zeisig mit Michael Bulli-Herbig besetzt. Nicht ohne Grund. Ich bin ein großer Bewunderer von Stand-up-Comedians und von solchen Leuten, also wie Otto und wie Loriot und auch in ihrer Unterschiedlichkeit, wie Patefka und so, weil die wahnsinnig viel können, diese Leute. Die müssen sehr viel können, weil Lachen, Menschen zum Lachen zu bringen, ist eine Währung, die ist sehr konkret. Wenn ich eine Komödie mache, Leute lachen nicht, dann ist das keine Komödie. Bitte, bitte. Durst. Doch darf man über Hitler und Stalin eine Komödie drehen? Man darf, findet Leander Hausmann. Das sind Metaphern für heute. Also wie gehen wir mit bestimmten Situationen um? Auf der einen Seite mit Gefahren. Ja? Wenn wir in Gefahr geraten, wie kommen wir da wieder raus? Welche Mechanismen wirken da? Und daraus entsteht übrigens ja auch Komik. Wenn eine Figur sich nicht so verhält, wie die Umwelt es gerne hätte, wenn sie sich da sozusagen außer der Reihe bewegt. Und insofern, ja, das interessiert mich. Und wir sind ja, ich meine, wir sind ja immer noch da, wo wir immer waren. Also ich meine, irgendwo auf der Welt ist es immer wieder so wie 1933, 1934, 1945.